Viele von uns sehnen sich nach Ruhe. Wir haben mehr als genug von diesen Unsicherheiten in dieser schwierigen Zeit. Wir fühlen uns unruhig und angespannt. Das zehrt an unseren Kräften. Und wir sind beunruhigt, weil wir nicht wissen, was da noch alles auf uns zukommt. Wie können wir da zur Ruhe kommen, innerlich ruhig werden? Jesus macht uns ein Angebot. Kommt alle zu mir, die ihr euch abmüht und belastet seid. Ich will euch Ruhe geben. Er lädt uns ein, unsere Unruhe und innere Spannungen bei ihm loszuwerden. Er vermittelt uns innere Frieden mit Gott und mit uns selber. Er bietet uns seine Gemeinschaft an und nimmt uns so an, wie wir sind. Bei ihm stehen wir nicht unter irgendeinem Leistungsdruck. Das entlastet uns und tut uns gut. Im Advent und an Weihnachten feiern wir, dass Jesus die Liebe von Gott zu uns ins Dunkel dieser Welt bringt. Ich will euch Ruhe geben, bedeutet sinngemäß, ich führe euch zurück in die heilsame Gemeinschaft mit Gott. So kommt Ruhe und Friede in euer Herz. So kommt ihr einen festen Halt über im Leben und ein Vertrauen, zumindest in der Unsicherheit und Angst. Ich bin bei euch, sagt Jesus, und helfe euch, wenn ihr an eure Grenzen kommt. So also kann unsere Sehnsucht nach Ruhe gestillt werden. Auf dem Weg finden wir zur inneren Ruhe.